Okay, okay, ja. Wir werden heute die Street Fighter-Rollen öffnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war nur einer, der sich da ein bisschen drüber beschwert hat. Kann ich auch verstehen, ich hab's ja gesagt eigentlich, ja, dass wir das wahrscheinlich, also, dass wir, ja, aber eigentlich habe ich gesagt, wir machen es wahrscheinlich, nicht, dass wir es sofort machen, also auf jeden Fall machen. Na, deswegen, wir machen es heute. Ja, es sind, ich glaube, 5 oder 6 Scrolls oder so. Wir machen es, aber vorher machen wir noch GK. Ja, genau. 5 Scrolls. Also theoretisch könnte ich die auch zu meinem Geburtstagssammling machen, also am 28. Da sind die Rollen nämlich noch aktiv, die hören ja erst am 1. November auf, also hart an der Grenze, sage ich mal. War eigentlich auch gedacht, dass ich die da aufmache, aber jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Deswegen öffnen wir zumindest die Street Fighter Rollen. Ja, ich krieg 2 kriegen wir ja noch, einmal nochmal ein TUA und eine mit dem Event jetzt. Also, naja, 2 habe ich dann noch zum Geburtstag zu öffnen. Ist schon okay, ist okay. Ja, ich lasse mich drauf ein. Was wir aber auch eventuell machen, ich bin echt hart am Überlegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nochmal Stones zu öffnen. Nicht für die Inugami, tatsächlich für Oki. Also jetzt so seit dem letzten Video, ich war echt am Überlegen, Oki, ja. Ich bin nämlich am Überlegen, für LTA mir ein zweites Team zu bauen. Also beziehungsweise ich muss mir ein zweites Team bauen. Das habe ich, also zumindest mehrere Picks, die ich ausweichmöglich nehmen kann. Das ist wichtig. Also das habe ich echt gemerkt, jetzt vor allem in der letzten Season. Es hat zwar noch geklappt, aber es war schwieriger als mit dem einen Team. Und so ein Oki könnte da schon helfen. Wobei ich halt lieber eine Hathor hätte. Aber hier die Rotation ist für mich halt totaler Garbage. Da ich wieder, also ich habe Wusa und Raki. Und gehen dann zu den Street Fighter-Rollen. Wie gesagt, ja, ich hab's gesagt, es tut mir leid, Leute. Wir machen's. Ja, ich mach's heute auf. Keine Angst. So, aber erstmal Nachmittag. Bester Name. Okay, Nachmittag. Auf geht's mit Gianna. Dann nehmen wir selber Wusa sehr wahrscheinlich. Und ich versuche, also ich spiele jetzt mal, wie ich sonst auch immer spiele, ja? Weil meistens probiere ich ja in den Videos immer rum, ein paar Monster mal ausprobieren, die man nicht so häufig spielt. Einfach mal um zu gucken, geht meistens immer in die Hose. Deswegen, heute spielen wir mal richtig. Ja, also so wie ich sonst auch immer spiele. Okay, mal gucken. Ich weiß ja noch nicht genau, wie wir den anderen Fang und den Rakan wegkriegen. Aber ansonsten, oben sollte eigentlich kein Problem sein, glaube ich nicht. Unten ist halt, wie gesagt, könnte der Fang bzw. der Retash Probleme machen. Also den würde ich ganz gerne... Bomben, gut, danke. Sie möchte ich ganz gerne so schnell wie möglich wegkriegen. Okay, der derbt in Anführungszeichen. Überturne ich den Dings jetzt eigentlich? Ja, oh, tatsächlich, krass. Okay, der Stun geht nicht durch, sie meditiert, das war ja logisch. So, jetzt aber Bombe, komm. Okay, danke. 1 Million Rest Retash, kennt man. Hat jeder. Oder einfach 5 Rest Retash. Und das ist einfach mega unlucky. Das, ja, würde ich auch nicht abschlagen, ne? Aber die Rika ist mega squishy, muss ich sagen. Jetzt aber, komm, Bombe. Danke. Haben wir es auch mal geschafft, ne? So, mit ihr gehe ich auf Wusa so ein bisschen. So. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich gleich der Deathbreak oder auch nicht. So. Okay, jetzt machen wir nochmal Bombe. Aha, jetzt trifft sie auch, ja. Hat ein paar Anlaufschwierigkeiten gebraucht. Was hat er da bekommen, wenn wir schon mal gucken? Okay. Zu den Wünschen, was die SWC-Scrolls angeht, komme ich übrigens gleich. Ja, weil das sind ehrlich gesagt nicht mal viele, die ich unbedingt haben möchte. Also aus den Scrolls, das ist, ja, also eigentlich eher schon sehr unwahrscheinlich, sage ich es mal, dass die dabei sind. Und deswegen, eigentlich hat es für mich auch keinen großen Sinn, die überhaupt zu safen, weil einfach, naja, die Chance, die ich haben will, ist sehr gering. Und, naja, ne? Okay, der Proc war nicht so geil, muss ich sagen. Okay, er geht aber tatsächlich auf Fang, das ist gut. Er lässt den Dings in Ruhe, das finde ich nett. Das war vielleicht ein bisschen wasted, das ist ein bisschen uncool. Könnte mal aus der, wäre cool, wenn er mal aus der Provo rauskommen würde. Aber das Team hier weiß ich nicht. Also das hätte man vielleicht auch ein bisschen klüger klären können. Das ist aber so Bulky-Tanky-Ding-Kacki hier. Vielleicht hätte man das auch dosern können, wobei meine Dozer und Copper-Runen gerade weg sind. Alter. So, nochmal? Weil die... Ja, hätte ja Lucky Sleep sein können. Weil die gerade auf den Icarus sind. Wegen den Team halt, ne? Wegen den Teams. Deswegen, und da die auch sehr deflastig gebaut werden... Und ich merke gerade, dass der Skogul echt uncool prockt. Und die Kami prockt sich des Todes, ey. Okay, Deathbreak. Okay, immerhin. Ja, ich gehe jetzt auch auf Fang, weil der Fang
Ich meine, er ist jetzt, glaube ich, wenn er sich jetzt nicht gleich zu Tode prügelt, mit dem nächsten Stein eh weg. Das Ding ist halt, ja, der Rakan. Der Rakan ist ein großes Problem. Okay, Sleep auf Kami, das ist gut. Bis das Stein kommt, das ist gut. Außer der prockt jetzt wieder. Nee, gut. Okay, dann gehen wir mit ihr hier. Vielleicht kriegen wir sie beide gleichzeitig down. Ich muss nur übelst aufpassen. Meine. Au, der ist auf Vio. Mega. Hä, ist auf Vio? Hat er schon mal geprockt? Alter, der kollapst immer. Okay, der Retash ist weg. Das ist super gut. Kriegen wir den mit. Ah, nice. Okay, wow, das war verdammt knapp. Aber ich hasse solche Devs auch. Die so mega bulkige. Also so mega bulkige Devs. Und der Retash, der hatte richtig Bock. Der hat ja auf. Der Retash, der Rakan, der hatte richtig Bock. Der hat ja wirklich auf jeden Scheiß gekollapst. Ich meine, klar, der macht einen Multi-Hit, ne? Natürlich die Chance ist da höher, dass der kollapt, aber trotzdem. Okay, der aber Procken tut. Procken hat mein Skugul auch Bock drauf, muss ich schon sagen. Und wenn das funktioniert, dann könnte es GG sein. Okay, er ist fast. Also fast er, aber das Gute ist halt, dass die eh Leica angreift. Das ist okay. Ja, Prox ist nicht so geil. Auf wen würde ich. Ich muss ihn erst schützen. Ich weiß nicht. Ja, okay, er hat bis jetzt. Okay, der Deathbreak, das ist gut. Ja. Autschi. Ja. Gut. Funktioniert sehr gut. Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber eigentlich. Oh, okay, die Procs sind uncool. Der hat einen Heal-Block drauf. Das ist auch uncool. Ja, gut. Der Heal-Block ist nicht gut gewesen. Okay, jetzt wird's spannend. Und die sind fast. Ah, die. Wow. Okay, die sind fast. Und der Streifschuss funktioniert nicht so gut, wie er sein sollte. Ja, die sind fast. Okay, ja. Eigentlich hatte ich auch die Hoffnung, dass er genau die Molly. Ah, der prockt aber auch. Okay, kennen wir ihn? Der hat sich mehr oder weniger selber getötet. Ah, die Molly ist so gut. Molly ist echt gut geworden. Ich meine, der Damage jetzt, der wird wieder wehtun, aber wobei es geht. Und der Feng kann das Solo machen. Ich muss nur gucken, dass ich diesen Zebay jetzt mal wegkriege hier. Autsch. Ja, okay. Ja, gut. Gut, dass ich keinen Deathbreak drauf habe. Oh, gut, dass ich keinen Deathbreak drauf bekommen habe. Okay, der muss jetzt halt mal weg. Das ist wichtig. Eigentlich dachte ich halt, dass die Molly den so ein bisschen tankt. Weil Licht dunkel und so. Aber irgendwie nicht so ganz der Fall. Ah, nice Proc. Ja, gut. Ja. Ja, der Schild. Okay, da komme ich durch. Okay, gut. Wow, okay, das war knapp. Aber die Procken auch, ne? Hab ich. Molly hat hier und da mal ein bisschen geprockt. Aber sonst sind Procs bei mir nicht so ganz da gewesen, oder? Irgendwie nicht so ganz da gewesen. Aber man kennt's. Das ist ja Standard. Das ist ja schon Standard. Okay, gut, aber das haben wir. Ja, aber der zweite Kampf weiß ich nicht. Der zweite Kampf könnte ein bisschen kritischer werden. Weil der zweite Kampf so ein bisschen darauf aus ist, wer ist schneller, ob getroffen wird und ob es so funktioniert, wie ich es denke. Okay, ich bin mit beiden schneller, das ist schon mal gut. Jetzt muss ich die Attack-Bar auf jeden Fall zurückpushen. Okay, das ist gut, dass die Raki vorher rankommt, das ist wichtig. Ja, kommt sie auch. Und jetzt muss es noch reichen. Reicht es bitte Crit? Okay, nice. Okay, Vela ist weg, das ist gut. Ja, kann man ruhig machen. Ich habe Wille und Schild drauf, also ich krieg nichts ab von Feng, wenn ich das mache. So, der nächste Ziel ist eigentlich egal. Aber ich pushback ihn mal und lasse den Feng mal. Der Feng, okay. Ah, nice Proc, gut. Gut, dass ich hier immer noch auf Vio habe. Hä? Manchmal sieht man es, aber sehr selten, dass sowas vorkommt. Dass das wirklich, wo man sieht, dass Vio gerade wichtig war. Das kommt echt nicht häufig vor, dass eine Raki Proc. Und ich benutze sie immer, in jedem BK benutze ich sie. Also es gibt keinen BK, wo ich sie nicht benutze. Das ist es halt. Okay, die Fran hat Bock. Und das ist aber auch ganz nett. So, please strip. Ja, die Revenge immerhin. Immerhin die Revenge, ist aber eigentlich egal. Ein Auto-Attack macht es jetzt auch. So, okay, dann haben wir den auch. Jetzt ist es eigentlich fast egal, was ich, glaube ich, angreife. Ich guck mal, was wir noch übrig haben. Und das obere, ja. Das obere machen wir halt so. Wie gesagt, wenn er nicht auf Vio ist und nicht eskaliert, wenn er auf Vio ist, dann geht's. Aber ansonsten ist das echt, kann das schmerzhaft sein. Mit Odin halt. Da oben. Naja, nee, der ist auf Schild? Nee, er ist auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass er auf Vio ist. Ich glaube, der ist wirklich Schild oder so. Ja, dann passt das schon. Jetzt ein Deathbreak im Optimalfall, aber es kommt auch nicht so häufig vor. Aber nicht so schlimm. Er kann auch auf Kommun einmal preschen. So. Ja. Machen wir so. Der Glancing ist jetzt ein bisschen uncool. Normalerweise hätte ich den Glancing jetzt weggemacht, aber ich muss. Okay, Sleep ist ganz nett.
Ja, nee, das ist jetzt, wäre ein bisschen wasted. Hat die Passive noch? Ich weiß gerade nicht. Hat die Passive noch? Ich glaube, die hat nicht mehr die Passive, ne? Ich würde aber trotzdem gerne ihn schon mal weg haben, weil dann nervt das mit dem Schild nicht so hart. Jetzt hat diese Passive wieder. Dann können wir jetzt auch das machen. Wobei ich das immer ganz gerne für Busted aufhebe, wenn sie dann mal den zweiten macht. 5-6, nicht so schlimm. Ich habe die Passive wieder. Und solange er, wie gesagt, nicht auf Vio ist, alles okay. So. Jetzt Deathbreak wäre nice, weil er gerade 0 Stacks hat. Nope, leider nicht. Ja, Attack Break ist immer uncool. Ja, okay, aber der ist squishy. Also ich habe schon gegen tankigere Odins zu kämpfen, muss ich sagen. Die auch weitaus mehr Damage gemacht haben. Aber passt schon. So, jetzt noch die Busted und dann haben wir es eigentlich auch schon. Also eigentlich die Death... Keine Ahnung, wird immer noch sehr gerne gestellt und alles, aber ich... Also bis auf, wenn der Odin halt, wie gesagt, nicht auf Vio ist und nicht eskaliert, ist die Death eigentlich sehr leicht inzwischen geworden. Ja, da muss man echt sagen, also die ist so ein bisschen outdated. Inzwischen. Ja, ist genauso wie mit der Death damals, mit der Kmoon Theomas Shazoon Death. Weiß ich, könnt ihr euch ja daran erinnern, das ist schon länger her. Aber die Death, ja, die macht nichts mehr. Also die war mal zeitpunktmäßig, war sie mal sehr stark. Ja, aber inzwischen, die macht halt nichts mehr. Und das ist, vergleiche ich gerade so ein bisschen mit der Death hier, wobei die Death halt hier nochmal so ein bisschen extra ist, weil es kommt darauf an, wie der Odin geruhnt ist. Das hier immer so ein Ding. Wenn der Odin mega gut geruhnt ist, könnte sie echt problematisch werden. Aber so ist eigentlich easy peasy. So, hier mein erstes Ziel ist eigentlich tatsächlich nicht er, sondern sie. Problem ist nur, ich muss sie weiter zurückpushen. Ja, die ist auf Nemesis, oder? Ja, das könnte aber trotzdem lang, weil die werden eigentlich nicht so tanky gebaut. Genau, dass sie jetzt schon mal weg ist, kann ich wieder blip werden. Die Passive juckt Raki nicht. Okay, ja, das, sowas liebe ich immer. Sowas liebe ich immer. Und ich krieg so, ja, okay. Ja, ich sag nichts. Kein unnötiger Proc dabei gewesen, war ein guter Proc dabei gewesen. Okay, dann können wir das ruhig machen. Ich habe Wille drauf, passiert nichts. Okay, komm klar, Pony. Pushback. Ich muss sie eher mal ein bisschen hochheilen. Ja, nee, ich würde sie ganz gerne komplett rausnehmen. Kann halt sein, dass sie jetzt glänzt. Außer ich komme so weit. Nee, ja, das ist nicht schlimm. Okay, ja, das ist jetzt ein bisschen uncool. Reicht das? Ich teste es. Aber ich glaube nicht, dass es reicht. Ohne. Nee, das reicht nicht. Oder? Ah, schade. Okay, dann machen wir das jetzt so. Dann hauen wir jetzt eben den Block raus. Dann gehen wir jetzt weiter auf ihn, dass er einfach gar nicht mehr drankommt, weitestgehend. Jetzt kommt er nochmal wieder. Naja, man kennt's, ne? Taranis halt. Aber Taranis hat auch gefühlt irgendwie inzwischen jeder. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Taranis Hall of Hero verpasst. Ne, wir killen lieber. So. Ja, sehr schön. Oh, nice, Proc. Ja, heute sind die Procs da. Also von Raki sind heute die Procs da. Finde ich gut, danke. Sieht man, wie gesagt, nicht häufig. Aber okay. Also... Monster, die ich mir wünsche, ist eigentlich nur er hier und sie hier. Mit dem Rest, ich glaube, er ist noch ganz okay, spezifisch bedingt. Er ist auch ganz gut, vor allem auch mit Speedlead. Ansonsten sind die alle eher meh. Also sie ist noch ganz cool und sie ist auch ganz cool. Von den Bisons, die muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich alle also wirklich alle kacke. Alle. Sie ist auch noch ganz nett. Also die Chun-Lis und die Ryus sind somit am nettesten und auch mein, ich sag mal, das, was mich jetzt so, was ich nehmen würde. Ja, am liebsten halt sie oder er. Die Chance dazu ist halt mega nicht möglich. Ja, ich gehe eher so von 5-mal Dalsim aus. Deswegen, naja, wenn doch irgendwas in der Richtung dabei sein sollte, bin ich positiv überrascht. Das Einzige, was ich nicht haben möchte, also gar nicht haben möchte, sind halt, wie gesagt, Dalsims und Bisons. Die möchte ich halt nicht haben, weil ich mit denen nichts anfangen werde und nichts anfangen kann. Deswegen, 3, 2, 1, go. Wir schauen einfach mal. Die Blessings sind ja hier uninteressant, weil die sowieso nicht kommen. Deswegen, oh, Chun-Li Wasser, okay, das ist schon mal okay. Wie gesagt, die hätte ich mir... für DB12 gebaut, aber ich habe jetzt einfach andere Alternativen, bin gerade am Ikaro-Team, deswegen mal gucken. Vielleicht mal für ein PvP-Team, mein Gott, finde ich sie schon interessant, da bin ich mal gespannt. Also ist auf jeden Fall einer der besseren Dschunglis, da bin ich halt mal gespannt. Bin froh, dass sie, ich sag mal, direkt dabei war. Das war ganz cool. Na, das ist ganz nett.
Nochmal eine Chun-Li in Feuer. Okay, cool. Dann haben wir direkt beide. Die ist nämlich auch ganz cool. Mit Attack und Crit, Angriffsbalken, Tempo und Crit-Rate. Genau. Und Crit-Rate ist ja bei mir sowieso ein Ding. Wir nur überlegen, die mal für eine Cleave zu bauen. Mit, ja, mit Dover dann. In meinem Falle. Dover, Chun-Li. Das Problem ist nur der Lead. Aber das ist okay. Da muss ich mal überlegen. Steht jetzt nicht in meinem Hauptfokus. Aber mal gucken. Wenn da irgendwann mal irgendwas Cooles rauskommen wird, dann schon ganz cool. Okay, da haben wir den Dalzim. Über die rede ich gar nicht erst, weil die sind bullshittig. Eigentlich alle. Also ich kenne keinen, der wirklich gut ist da. Außer Dark ist, glaube ich, ganz cool. Da, gut, da haben wir die Wind-Chun-Li. Die soll, glaube ich, mit am schlechtesten sein. Aber wie gesagt, die werde ich halt auch auf jeden Fall mal behalten. Vielleicht finden wir sie irgendwann mal in, vielleicht wird da irgendwann mal irgendwas mitgemacht, deswegen mal gucken. Und nochmal die Wind, schade. Also die Lichttante, die hätte ich mega gerne gehabt. Aber okay, über die Wasser-Dschungli freue ich mich somit am meisten, muss ich sagen. Wasser und Feuer, mit denen kann ich eventuell was anfangen. Also hier, die würde ich mir auf jeden Fall behalten. Da bin ich mal überlegen. Aber ich werde mir die jetzt nicht sofort bauen, aber in naher Zukunft sehr wahrscheinlich. Da bin ich halt mal gespannt. Ja, die werde ich mal behalten. Aber wann und wie ich damit umgehe, weiß ich nicht. Vielleicht sogar tatsächlich eher die Feuer für eine Cleave machen. Wie gesagt, mit Crit-Buff. Viele benutzen ja auch Immensity. Inzwischen. Wegen Crit-Buff und so. Und halt jetzt sofort einen zum Zug. Aber dafür hätte ich halt zum Beispiel Dover. Das Problem ist nur der Lead. Ich hätte halt kein Lead. Wenn ich Dover nehme, Widerstandslied, geil. Ja, komm, wir öffnen nochmal ein paar. Mal gucken. Wir schauen mal, wie die Lightning Quota ist. Ein Inugami, das ist schon mal gut. Inugamis nehme ich, wie gesagt, ich brauche noch für meinen letzten die Skill-Ups. Und das ist halt die einfachste Methode. Ja, einfach hoffen, dass man welche kriegt durchs Beschwören. Das ist so das Einfachste, was du machen kannst. Okay, und weißt du, ein zweiter Inugami, wir haben nur schon Lies gezogen, ne? Außer ein. Ah, schade, dass die Licht nicht dabei ist. Aber ich habe ja nochmal die Chance. Ich bin sowieso am Überlegen beim Geburtstagssammeln. Ich glaube, die hier, die werde ich nicht spezial beschwören. Die wahrscheinlich auch nicht. Nur die. Wegen Licht Chun-Li. Die hätte ich schon sehr gerne für einen Cleave. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre mega. Die zu bekommen für eine Cleave-Kombo. Vor allem, ich habe so keine Cleave-Monster. Ich könnte nur Double Lucian spielen. Deswegen hätte ich sie auch so mega gerne. Ja, weil ich einfach in der Arena einfach nicht dazu komme, irgendwas zu cleaven, weil ich nur Double Lucian spielen kann. Oder? Ja. Oder Bomben könnte ich. Aber wer bombt denn heutzutage noch? Ich kenne, glaube ich, niemanden, der in der Arena noch groß bombt. Ich habe nichts. Ich habe kein... noch ein Inugami, nice. Ich habe nichts. Ich habe keinen Zyros, keine AOE, keine Alicia, keine AOE-Nuke, außer Tesha. Ja? Oder halt Lucian in dem Falle. Und das ist halt die Kacke. Deswegen bin ich da immer so... Naja halt, ne? Deswegen cleave ich nicht. Also deswegen mache ich in der Arena nichts, weil ich einfach... Noch ein Inugami, nice. Weil ich einfach keine vernünftige Cleave habe. Aber ich wüsste auch noch ein Inugami, nice. Also lohnt sich jetzt schon für die Inugami, ist das gut. Da spare ich mir ein bisschen dieses Garden-Gefarme da. Ich gehe auf 5000 runter. Ja, ein Blitz bisher. Das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Also die Quote bis jetzt ist immer noch garbage, wie sonst auch. Man kennt's. Eine Stalia. Okay, brauchen wir aber auch nicht mehr. Skill-Up-mäßig doch. Skill-Up-mäßig tatsächlich doch noch für die zweite Talia bei mir. Dann kommen hier nochmal ein paar Inus. Also wie gesagt, das ist eigentlich nur für mich eine Ersparnis der Gefahr. Um mehr als 5000 gehe ich nicht runter. Also wenn jetzt ein Oki noch kommen möchte, kann er gerne kommen. Und wenn nicht, ja, ist nicht so dramatisch. Wie gesagt, ist jetzt kein Most Wanted Monster von mir aus oder so. Aber ich sehe gerade nirgendwo, wo ich irgendwie Stones öffnen kann für irgendwas. Und hier sind halt Inugamis drin, da ich gerade sowieso noch ein Inugami, die ich sowieso gerade gebrauchen kann. Und deswegen jetzt so der letzte Stone, der reicht dann erstmal. Okay, nein, leider nicht. Kein Oki gekommen, ist aber wie gesagt nicht so dramatisch. Wir könnten noch... Ja, komm, wir machen jetzt hier noch eben die 6 auf. Machen wir hier Spezialbeschwörung? Eigentlich nicht, aber ich mach's einfach mal. Ich wüsste... Nee, bro, lohnt sich nicht. Ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Okay, nochmal ein Blitz. Vielleicht kommt hier irgendwas. Ja, nehmen wir
Chun-Li Wasser für Skill-Up, weil die Feuerzütermeisterin kann ihn nicht gebrauchen. Und Chun-Li ist da schon für Skill-Up dann schon mal ganz angenehm. Nochmal ein Wasser. Gut, dass ich die SWC-Roll nicht wirklich... Wieso habe ich die eigentlich bekommen? Ich habe keine Spezialbeschwörung gemacht. Ah ne, die Rate ist nur erhöht, die dann zu bekommen, ne? Ist ja nicht so, dass sie dann gar nicht kommt. Genau, so war das. Können wir noch einen Blitz? Nein, leider nicht. Okay, gut. Dann war es das eigentlich auch für heute. Gut, ich hab's jetzt gemacht, Leute. Ich habe meine SWC-Scrolls rausgehauen. Ist da jetzt... Nur, das heißt, ich bin enttäuscht, bin ich nicht. Weil, wie gesagt, das Einzige, was ich gerne gehabt hätte, wäre halt einfach Licht und Dunkel. Also Dunkel gewesen. Also Rio 5-Star, LD-Net 5, unmöglich fast. Und halt Chun-Li Licht wäre so das Einzige, was mich hätte gereizt. Oder, ja, was noch so plausibel gewesen wäre. Aber die Chance dazu war auch halt auch sehr gering. Deswegen, ja, ist nicht schlimm. Na, sagen wir es so, ist nicht schlimm. Ich habe ja sowieso nochmal die Chance, spätestens dann zum Geburtstags-Summoning. Ich hoffe, das ist jetzt der Richtige. Das ist der Richtige, ne? Ja, der zweite, ja, genau. So. Wie viel haben wir denn jetzt hier? War nicht mal so viel, ne? Ah, doch, 1300. Sind schon ein bisschen, ne? Also meine Runen sehen bisher so aus. Die rechte ist okay. Mit der Wille, deswegen da gehe ich gerade nicht drauf. Ich möchte ganz gerne auf der Gewalt noch anstatt Attack hätte ich gerne Def. Und ACC, ja, ACC ist okay. ACC könnte bleiben tatsächlich. Könnte aber auch Crit Damage sein oder so. Und bei der Wille-Rune sind drei Upable Wards, sprich Attack, Def und Tempo, vor allem relativ gute Rolls. Bis auf der ACC hätte ich, anstatt ACC hätte ich lieber Kritrate da. Da bin ich mit Def zufrieden. Und Def, also anstatt Def eher HP. Aber ansonsten wäre die rechte Rune schon gut. Deswegen gehen wir eher auf die weiter ein. Ich finde die tatsächlich besser. Weil Kritrate, Crit Damage, Flat Attack, aber nur 5 Speed ist aber nicht so wild. Weil, wie gesagt, ich werde die sowieso weiter rollen. Ja, spätestens also die. Das hier. Das geht locker bis zum 1. November oder so, ja. Und, naja, lass mich nochmal meinen Geburtstagssammling machen, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also, da kommt noch gut was drauf. Deswegen, also bis dahin warte ich locker noch. Außer ich kriege die perfekte Rune hier raus, schon jetzt schon. Dann werde ich die natürlich nehmen. Aber ansonsten, das wird dauern. Also, ich warte damit locker bis zu nach meinem Summoning halt, zu Geburtstagssummoning. Ja, die wäre interessant gewesen, wenn hier Speed drauf wäre, anstatt Flat Attack. Dann wäre sie schon fast so, wie ich sie gerne hätte, außer Crit Damage, eher Crit Rate. Ja, hier die zum Beispiel. ACC Crit Rate ist fast so wie die erste. Ja, ist ungefähr wie die erste. Deswegen ist es eigentlich, wie gesagt, ist an sich ist es shit egal, was ich nehme, weil die sowieso weiter gerollt wird. Nope, da bleiben wir einfach bei der hier weiter. Okay, das war's. Gut. Ja, hier könnte man jetzt ein paar Energie holen. Das ist immer gut. 100 Energie. Immer Energie nehmen. Vielleicht Mana noch, wenn man übelst Mana-Problem hat. Aber ansonsten immer Energie. Mit Energie machst du nichts verkehrt. Nichts machst du da verkehrt. Weil einfach sowieso alles, was da ist, kriegst du durch die Energie. Ne? So, und wie viel Energie habe ich jetzt wieder? Ich will es gar nicht sehen. Ja, da sind noch die MS. Ja, genug Energie, ne? Ja, gut, das reicht erstmal wieder. Da habe ich erstmal wieder ein bisschen was zu verballern. Okay, gut, jetzt bin ich durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.